Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge hatten wir... Schon kalte Füße? Und ich wollte erstmal die Anmoderation machen. In der letzten Folge haben wir den Novizen, wir sind Novize, also wir werden jetzt diesen Video gucken und ich würde mich wieder. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir haben nicht viel Zeit, ja. Freund. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifach-Helix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Edensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Also, das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arno Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arno beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Und du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Ich
Ich habe etwas für euch. Je mehr Zeit du bei Anu verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Assassinen-Fähigkeiten freigeschaltet. Nice, okay. Nahkampf. Schmetterschlag. Fernkampf. Okay. Okay. Nur noch eins. Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Diese Mission hat Arno mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Sind wir wieder da? Einhandwaffen. Säbel. Lang nicht. Schwer. Auch nicht. Pistole. Okay. Gewehr. Läuft. Ach, das ist eine Waffe. Ausrüstung. Farbe. Jetzt kann man die Farbe ändern. Ich bin eher so ein grüner Typ. Ich meine Lieblingsfarbe ist grün. Das sieht doch nice aus. So. Kopf. Nice. Alter Irs. Templer. Connor. Edward. Kenway. Ezio. Ultimativ Arno. Nein. Bleiben wir mal bei den Monitoren. Okay.
nicht. Nee, ich wollte. Oh, die Kati. Ja, nee. Das ist eine Koop-Mission, ne? Okay. Du jetzt, was dir zusteht. Stirb, du ey. Feigling! Jetzt. So. Kein Feigling töten. Oh. Also wir rennen erstmal ein bisschen durch die Gegend. Das wird eine kürzere Folge. Wir haben uns gut ausgerüstet. Ich mache so 15 Minuten Folgen mit da. Wir werden jetzt noch schnell. Aussichtspunkt machen. Wir werden erstmal ein paar Aussichtspunkte machen. Warten wir doch eigentlich in Blau. Ja, Blau sieht eigentlich voll nice aus. Blau. Mir auch egal. So. Jetzt machen wir mal ein paar Aussichtspunkte mit Karten. Hier los. Ich weiß nicht. Heute aufgewühlt ist. Einwohner. Ja, der sieht nice aus. Okay. Hallo. Der wurde auch getötet, genau. Ich bin ja gestorben. Ja. Ego, ich bin kein guter Gamer hier. Ich bin auch eher so ein guter. Ich wollte eigentlich zum
den Aussichtspunkt machen in der Folge. Das habe ich eben von der letzten Folge Assassin's Creed Unity. Oh, positiv sagen. Erschrecken. Das ist meine letzte Folge in der Aufnahme. Ich habe die Werbung aufgenommen. Nicht erschrecken, wenn wir gleich wenn ich in der letzten Folge woanders bin, weil ich ein bisschen alleine, also unaufnehmen. Und jetzt schöne Gegend hier. Du hast nicht gejubelt. Du bist nicht mit dem Herzen dabei. Ich glaube, du bist ein Verräter. Es gibt keinen Platz für Leute wie dich in der Welt. Vous avez vu ça? Il triche! Stop! Jemand hat es auf Pierre gleich gemacht. Stimmt etwas? Ist da irgendjemand? Für die wahren Patrioten! Parieren gedrückt, Alter. Aber das war eine gute Kombo. Rauchgranate und dann ein paar getötet. Ich pariert. Warum? In der zweiten Folge sterbe ich auch so oft wie in der ersten Folge. Irgendwann lerne ich. Und ich werde mich jetzt verabschieden. Wir werden noch einen Aussichtspunkt in dieser Folge machen. Und von dem Aussichtspunkt werde ich mich dann verabschieden. Beim Sprung kommt dann hoffentlich, wenn es klappt, Dance. Den Aussichtspunkt hier? Ne, da ist näher dran hier. So. Mal über die Dächer. Wir haben Arno ein bisschen ausgerüstet. Wir haben Arno ein bisschen ausgerüstet. Und ja, wir werden dann uns wiedersehen. In der nächsten Folge, wenn wir dann da in 2 Metern. Noch 200 Meter, 200 Meter. So.
doch diese Folge ein bisschen länger geworden als geplant. Aber hier tappen für euch alle da draußen werde ich ein bisschen Folgen machen. Encore un disciple de Cagliostro chassant les démons. Ami, mal hier durch. Wir brauchen nur noch 80 Meter. So, ich bin hier auf dem nächsten schönen. Oder hingehst. Man kann auch auf den Bäumen laufen wie ein 3 und 4. Ey, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Was wollt ihr denn sonst noch? Ah! Oh nein! Ich habe euch alles gesagt. Du Kleid! Er hat ab! Beeilung! Er ist hier! Lass das nicht rein! Verdammter Einfallswinkel! Was für ein Genau hier, Sonnenschein! BTF, ich bin wieder tot. Okay, dann mache ich mich hiermit von der Session Unity. Alter, ich hab das noch nicht so, wie ich es in Teil 1, in Teil 2 und in Teil 3 geschafft habe. Aber noch was. Ich mache jetzt noch den Aussichtspunkt hier fertig und dann kommt hoffentlich kann ich das wieder. Ich bin gleich hier beim Aussichtspunkt hier. Hiermit verabschiede ich mich von Assassin's Creed Unity. Bis dahin, ciao.